Ja, hallo lieber Veit. Ich möchte dir ein Video zu deiner Frage empfehlen. Und zwar, wer ist überhaupt ein Christ von Al-Saifuddin? Links unten siehst du das Bild von ihm. Das ist ein Christ, der macht, hat nicht viele Videos gemacht, aber ich finde wirklich, der macht wirklich sehr, sehr gute Videos, finde ich. Und auch ein gutes Video zu diesem Thema. Ich habe mich erinnert, dass ich auf dem, gerade eben habe ich mich erinnert, dass ich von dem ein Video zu diesem Thema habe in meiner Liste. Da habe ich ein paar Listen, ne, zum Beispiel Wahrheit über den Islam und sowas. Und da habe ich ihn drin, ja. Und da habe ich mich erinnert und habe mir gesagt, guck dir dieses Video an, ja, wer eigentlich ein Christ ist. Das Thema ist sehr umfangreich, extrem umfangreich, ja. Denn Jesus sagt zum Beispiel auch Sachen wie, wo man ihn gefragt hat, wie oft sollen wir denn vergeben? Da sagt er, wir sollen 7 mal 70 mal vergeben. Ja? Wir sollen. Ja? Wer meine Gebote hält, ja, wer mich liebt, hält meine Gebote, sagt Jesus. Wir sind Sünder, ja. Doch wir können nicht den Weg gehen und sagen, ja, okay, ich mache immer extrem Beispiele, dass man es besser versteht. Die Mafia zum Beispiel. Mafia ist ein gutes Beispiel, die italienische Mafia. Die denken, die können da ihr kriminelles Zeug machen und beten Gott an und denken, die haben sowieso Vergebung. Ja? Also mein Extrembeispiel, dass man es versteht. Es gibt wirklich Menschen, ja, die glauben, sie haben sowieso die Vergebung. Ich morde jetzt und die Sünde, dass ich töte, weil ich will ja ein gutes Leben hier auf der Welt haben und töte sogar dafür oder mache räuberische Erpressung oder was auch immer und denken, sie haben dann Vergebung. Ja? Nein, das ist mit Gott Spiele. Wir sind Sünder, ja. Wir sind Sünder und müssen aber versuchen, unsere Sünden einzudecken. Ja, nicht alles einfach alles tun. Ja, und wenn wir etwas getan haben, Buße tun. Wer ist eigentlich ein Christ? Das ist sehr umfangreich. Ja, wie gesagt, guck dir dieses Video an. Er erklärt das wirklich ziemlich gut. Aber natürlich will ich jetzt nicht einfach ja, abwinken. Das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, Jesus zu bekennen. Ja, und den Wille des Vaters zu tun. Du musst gucken, was sagt Jesus. Ich kann dir natürlich jetzt nicht alles, dann werden jetzt auch die Christen dann böse sein. Kann ich dir jetzt nicht anfangen, etwas zu erzählen und dann die Hälfte weglassen, weil es einfach zu umfangreich ist und ich natürlich alles nicht auswendig weiß. Ja, bin ich ganz ehrlich. Deswegen musst du wirklich alles studieren, was Jesus überhaupt alles gesagt hat. Alles, was er gesagt hat, musst du studieren. Ja. Und dann weißt du, was ein Christ ist. Ja, zum Beispiel, dass du 7 mal 70 mal vergeben solltest. Ja? Dass du Buße tun sollst. Ja? Dass du den Wille des Vaters tun sollst. Ja? Wenn den Willen des Vaters nicht tut, der wird das Himmelreich nicht erben. Ja, so in der Art sagt er das. Ungefähr. So. Und das ist das Allerwichtigste. Studieren. Was hat Jesus gesagt? Alles. Alles. Jedes einzelne Wort. Um zu gucken, was er von dir will. Ja? Und im Geiste, das Wichtigste im Geiste, dass du diesen Geist auch hast, dass dieser Geist übereinstimmt mit Jesus, ja? Dann bist du natürlich ein Christ, wenn du sagst, ja, das ist genau das, was ich will. Ich will meinen Feind lieben. Ich will ein besserer Mensch sein. Ja? Das ist genau mein Geist, was Jesus da von mir verlangt. Das ist genau, was ich will. Dein Geist muss damit übereinstimmen. Natürlich wird jeder Christ sagen, ja, natürlich, ist doch klar. Ist eben nicht klar. Ja? Viele nehmen das Christentum nicht an, weil es eben nicht mit ihrem Geist übereinstimmt. Für uns Christen ist das natürlich schwer zu verstehen, weil man sagt, wie kann das sein? Das ist doch Liebe, das ist doch schön, ist doch alles gut, was Jesus sagt. Aber manche wollen das Gute einfach nicht. Ja? Und das Wichtige ist halt, wie gesagt, im Geist übereinstimmen mit das allem, was er sagt. Dass du nicht einen einzigen geistlichen Konflikt hast mit das, was Jesus dir sagt. Dass du das alles annimmst in erster Linie, ich nehme es an. Es ist die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Ja? Daran glaubst, dass er die Wahrheit ist, der Weg. Ja? Er ist der Weg, ja? Und das ewig Leben. Ja? Er, ja? Er ist die Tür zum Vater. Ja? Wer sucht, wird finden. Ja, und solche Sachen. Ja, es ist einfach sehr umfangreich. Aber die wichtigsten Sachen sind, wenn du das nicht einhältst, hilft dir auch alles andere nicht. Ja, also erstens mal das Glaubensbekenntnis. Ja, das Glaubensbekenntnis, dass du Buße tust, wenn du jedes Mal, nachdem du Sünde getan hast.
dass du vergibst. Denn wenn du nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben werden. Du kannst aber vergeben, wie du willst, wenn du keine Buße tust, ja, und nicht bereust vor Gott, hilft dir auch das Vergeben nicht. Du musst Buße tun, du musst vergeben, du musst alle Menschen lieben, ja. Ich weiß, du wirst jetzt vielleicht denken, ja, guck mal, der redet manchmal ein bisschen asozial, sag ich jetzt mal, ja, wenn ich wütend werde, das passiert mir halt, aber ich werde hier nicht auf den Heiligen machen, ja, ich werde hier nicht auf den Heiligen machen und hier auf den Superchristen machen, denn das bin ich nicht, ja. Ich will lieber, dass die Menschen wissen, was ich denke, wer ich wirklich bin, als dass ich euch hier anlüge. Ja? Das sind meine Schwächen. Wir haben unsere Schwächen. Wir müssen dann bereuen. Und das ist wichtig. Also das Bereuen, ja, und Vergeben. Weil wenn wir nicht bereuen, nutzt die Vergebung nicht. Wenn wir nicht bereuen, nutzt die Vergebung nicht. Ja? Und wenn wir vergeben, ja, nutzt auch die Vergebung nicht, wenn wir nicht bereut haben. Wenn wir den Willen des Vaters nicht tun, nutzt auch das Bereuen und das Vergeben nicht. Wir müssen den Willen des Vaters tun. Was ist der Wille des Vaters? Das habe ich im vorigen Video erklärt, was man tun muss. So, wie gesagt, das ist wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Ich kann dir das nicht auswendig sagen. Es gibt Christen da draußen, ja, die haben eine bessere Kapazität, Informationen zu speichern. Das bin ich leider nicht. Aber wie du siehst, haben meine Geschwister, die schon geschrieben, sofort, zwei glaube ich, die Dani und noch jemand, unsere Geschwister. Siehst du, das ist einfach, ja, wunderschön, ja, und das ist, was du halt machen musst, wenn du geistliche Konflikte haben solltest oder Fragen haben solltest. Das ist ja kein Problem, da kriegt man eben die Geschwister, aber in erster Linie, lest bitte, was Jesus sagt. Alles, was er gesagt hat, das musst du geistlich annehmen, akzeptieren. Sagen, ja, das ist genau mein Geist. Ich akzeptiere es, ich nehme es an. Ja, das ist mein Weg. Das ist mein Weg, Jesus Christus. Dem folge ich nach. Ja, wie gesagt, guck dir dieses Video an. Und nochmal, ja, du musst gucken, was Jesus sagt, alles, was er sagt. Dann weißt du, was ein Christ ist. Das, was er von dir will. Ja, da lernst du das. Da siehst du alles, was er von dir will. Alles, was er verlangt. Auch an die Prophetien, die er sagt, glaubst. Dass er gekreuzigt worden ist, nach 3 Tagen auferstanden worden ist. Ja. Alles, das musst du einfach alles glauben von A bis O. Keinen Zweifel haben. Ein Christ hat keinen Zweifel. Du kannst vielleicht einen geistlichen Konflikt haben, was mal Moses gesagt hat zum Beispiel. Also ich habe das nicht, aber ich sag mal, wenn du das haben solltest, geht, dann hast du es halt. Aber du darfst das zum Beispiel nicht haben mit Jesus Christus. Nicht ein Zweifel. Wenn du einen Zweifel hast bei Jesus Christus, ich denke immer ein bisschen strikt, ja, vielleicht denkt ein Christ anders, aber ich glaube, wenn du nur ein Wort Jesus Christus nicht glaubst, nur ein Wort, bist du kein Christ. Denn Jesus ist der Weg und die Wahrheit. Jedes Wort von ihm ist pure Wahrheit. Ja? Und egal was er sagt, egal welche Prophetie, ja, oder sonst was, weil ich sage dir schon mal vorweg, zum Beispiel, er sagt dir eine Prophetie, ja, was passieren wird, zum Beispiel sagt er, die Tiere werden sterben. Ja? Wenn man nur nicht so im Christentum ist und das alles noch nicht so studiert hat, dann könnte man natürlich denken, wie soll das funktionieren, dass alle Tiere sterben werden. Ja? Meine lieben Geschwister, meine lieben Freunde, wir haben heutzutage schon, ja, und das ist jetzt wirklich erschreckend, das sollte man eigentlich nicht sagen, weil es schon wirklich weh tut, jedes Jahr sterben 400 Tierarten aus. Ja? Ob es jetzt Insekten sind oder eine Vogelart spielt eine Rolle, aber spielt jetzt keine Rolle in dem Sinne. 400 Tierarten sterben mittlerweile jedes Jahr aus. Tendenz steigend. Das ist einfach nur furchteinflößend. Ja? Und das ist zum Beispiel, wo du sagen würdest, wie soll das funktionieren, dass alle Tiere sterben? Dann kann es vielleicht sein, dass man am Anfang, wenn man studiert, sagt, das kann ich so nicht glauben. Jesus, das ist, was ich meine. Wenn Jesus das sagt, dann wird das so sein. Und das musst du glauben. Ja? Und wenn du das dann studierst und überprüfst in der Welt, siehst du, dass wir heute 400 Tierarten haben, die jedes Jahr sterben. Dann sagst du, hey, oh mein Gott. Ja? Rechne mal aus, dieses Jahr 400, nächstes Jahr 400. Ja? Und so weiter und so weiter und so weiter. In 10 Jahren sind es 4.000 Tierarten, die gestorben sind. Ja? Wir sind dem Ding, ich sage jetzt mal so, Entschuldigung, liebe Christen, aber wir sind dem Ding sehr, sehr nahe. Ja, wir sind dem Ding sehr nah und ihr wisst, von welchem Ding ich gerade spreche. Aber ich will jetzt hier den Feind, ich weiß nicht, ob er nicht gleich erschreckt. Ja. So, mein Lieber. Gut, das ist alles, was ich dir sagen kann dazu.
Guck dir bitte viele christliche Geschwister an, was sie dazu sagen. Denn wie du siehst, können sie dir auch etwas geben, wo sie dir mithelfen können. Zum Beispiel, ich jetzt mit dem Glauben, alles, was er sagt, zum Beispiel mit den Prophetien, wenn du damit vielleicht einen Konflikt haben wirst, wie du diese Konflikte umgehen kannst, indem du studierst, auch weltlich, ob das übereinstimmt, was Jesus sagt. Ja? Kann dir ein Christ immer zu diesem Thema irgendwas mitgeben, was du auch so noch brauchst. Ja? Also guck dir einfach, gib einfach ein, ja, wer ist eigentlich ein Christ, wer ist ein Christ, was macht ein Christ aus in YouTube, in Google und gucken, was die Leute alle sagen. Aber mal, du kannst dir das auch einfach machen. Guck einfach, das ist, was ich immer sage. Guckt einfach, was Jesus Christus selbst sagt. Ja? Gut, mein Lieber, danke für die Frage. Hat mich sehr gefreut und danke, dass ich dir das auch antworten darf. Ich hoffe, ihr habt dir ein bisschen geholfen. So, dann lade ich das jetzt mal hoch. Gott segne dich. Gott segne euch. Ja. Bleibt den Herrn befohlen. Ja. Liebt eure Feinde. Gut.